So. Ja, hübsch ist es hier. Ich muss ja auf dem Weg auch noch eine Sehenswürdigkeit mitnehmen. So, erstmal persönliche Wegmarke dahin. Und dann, genau, verlasse ich mal die Gruppe. So, die nächste Mission, die dann da gleich ansteht, werde ich nicht starten. Das ist jetzt zu lange für die Aufnahme. Das würde ich jetzt nicht mehr hinbekommen. So. Ui, guck mal da. Ein Handelslager. Ach, solche Macht. Na komm schon. Oh Mann. Kommt der auch mal runter? Dankeschön. So. Hat die liebe Seele ihre Ruhe. Okay. Ah, ein ganzes Stückchen noch. Das ist doch Lein. Können wir mal hinter den Minotauren runter. Hey! Hasso, genau. Hasso, ist es so ungewohnt, hier auf diesem seltsamen Boden zu buddeln. Kann ich auch gut verstehen. Oh, was ist denn das da oben? Ist aber noch nicht einmal die Sehenswürdigkeit. Oh! Kragibkral! Der Dingsbums. Kragibkral? Kartenabschluss! Sehr schön! So, sehr schön. Das Grab der altehrwürdigen Könige. Wie gerne würde ich manchmal auf dem Greif so richtig reinscrollen. Das geht leider nur beim Fliegen. Das könnte man sehr viel schönere Aufnahmen machen, muss ich sagen. Oh, es ist hübsch. Wären wir jetzt in Orr, würden die ganze Zeit am Himmel irgendwelche Flugschiffe zu sehen sein oder... oder Drachen. Oh, schaut mal! Hier kommen da gerade so ein paar... Geister an. Und ach, die Damen und Herren. Kann ich was für Sie tun? Hallo? Tun? Was stimmt mit denen nicht? Ah, Patrouille, ich sehe schon, ich sehe schon. Und hier? Ein stummes Schwätzchen. Ja, wer kennt es nicht? Immer diese Pantomimengespräche mit der lieben Verwandtschaft. Ja, und du? Ja, auch so und selbst. Ja. Wer kennt's nicht? Ich geh mal rein. Ach so, aber vielleicht gucken wir noch mal eben kurz, Udwein, was du als Kartenabschluss bekommen hast und überhaupt dein Inventar läuft bestimmt schon. Schon wieder einen Schwarzlöwentruhenschlüssel. Ach, wie cool. Entschuldigung. Hat sich jetzt hier nur so gehäuft, das ist cool. Ah, die Kristalltruhe Glins. Was ist denn das? Ein vergoldeter Skarabäenpanzer. Außer im Zusammenhang mit einer Sammlung hat dieser Gegenstand kein Wert. Er kann an Händler verkauft werden. Wir entzünden diese Kerzen, um unseren gefallenen König zu ehren. Ah ja, gefürchtetes Banner des Königs Pallava Joko. Okay. So. Dann kommt er erstmal weg. Was haben wir hier noch? Hochland-Überlebenslager. Gebrandagter Geodermit. Die können wir auch alle verbrauchen, genauso wie die. Türkises Skarabäusherz. Wofür ist das? Ach, guck an. Aha. Gut. Das noch öffnen. Okay. Gut, dafür muss ich mir gleich mal eine Schwarzlöwentruhe holen. So. Ach, das können wir noch aufmachen. Wird ein nettes Sümmchen einbringen. Hm. Im Handelsposten verkaufen. Ach klar, nehmt Leute. Nehmt. Cool. Ist gerade so ohne Musik, ne? Können wir wieder Musik anmachen. Finde ich. Oh, diese Dramatik.
Oh. wenn man vor der Musik ist, dann hört man sie leiser. Hört ihr? Man muss schon hinter der Musik laufen, sonst hört man nichts. Es hört sich gerade so ein bisschen so an, als würde Utwein hier gerade glorreich von seiner Schlacht zurückkehren in seinen Palast. Ja, so ein Palast nehme ich. Wo kann ich den beantragen? Wo gibt's den? Wo kann ich unterschreiben? Nur gut. Alles meins. Unbesiegbar. Oh Mann, Utwein. Ja, kleine Machtdemonstration, wenn man nach Hause kommt. Was glaubst du, wie der Sultan das immer macht? Der Sultan ist vielleicht ein kleiner Unterschied, oder, Utwein? Oh, verdammt, guck mal. In die Instanz geht's da vorne. Beziehungsweise die Aufgabe müssen wir da vorne erledigen. Tja, Hausingen gilt was zwei, das wäre ja was. Ich habe lange darüber nachgedacht, was man denn machen könnte in der nächsten End of Dragons, in der nächsten Spielerweiterung. Wir können fliegen, wir können Tiere benutzen. Also wenn wir jetzt nicht gerade irgendeinen super tollen Unterwasser-Content kriegen, was ich nicht glaube, weil Unterwasser wird und bleibt weiterhin stiefmütterlich behandelt, würde ich behaupten. Und auch keine weiteren Kulturen oder Klassen spielbar, wogegen sich eigentlich ArenaNet schon aufgrund der Schwierigkeit der Item-Anpassung und Kleidungsanpassung schon ausgesprochen hatte, öfters schon, dann wäre doch Housing, also toll. Also ich finde, Housing könnte man machen. Ich meine, sie müssen doch nur das Konzept einer Gildenhalle aufs Kleine übertragen. Schlittschuhfahren ging vielleicht auch noch. Der Kaiser fürchtete meine große Macht. Ihr auch? Na kommt schon. Ich brauch was zum Lachen. Okay, das ist schön, dass Shiro sich gerade gemeldet hat. Schlittschuhfahren wäre vielleicht noch was. Schlittschuhfahren auf dem Jademeer. So. Könnte ich mir doch ganz gut vorstellen. Also es sei denn natürlich, es gibt irgendwie total tollen Unterwasser-Content und innerhalb der Story wird das Jademeer wieder zu Wasser. Das wäre dann vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber Housing könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt, wenn es um die Fortbewegung geht, wie Fliegen, wie Leylinien gleiten, Hüpfpilze, Reittiere und so weiter und so fort. Klar wäre auch Klettern noch eine Option, aber ich weiß halt nicht, welchen Vorteil das Klettern jetzt noch bringen soll bei all den anderen Sachen, die es gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann gibt es halt in der Erweiterung keine Leylinien und keine Bubbles und keine Hüpfpilze. Dann kann man natürlich seine Tiere immer noch benutzen und sie haben ja gesagt, immer das, was man als neues extra hinzubekommt, muss exklusiv auch ohne die anderen Erweiterungen nutzbar sein. Insofern, ja. Ah ja, mal gucken. Ich muss sagen, ich hege keine Hoffnung bezüglich Housing. Ich fände es cool. Es wäre absolut machbar. Da unten ist der Schüssing. Es wäre absolut machbar. Sie haben Spielcontent eingefügt, der erweiterbar ist. Durch Sammeln, durch Kaufen, durch Anschaffen, durch Erarbeiten, wie eben Gildenhallen oder Sonnenzuflucht oder Auge des Nordens. Das sind alles irgendwie aufrüstbare, erweiterbare Sachen. Das könnte man so einfach, glaube ich, umschreiben. Und, naja, Entschuldigung. Man kann Gegenstände und Dekorationen für die Gildenhalle bauen. Man kann mittlerweile Betten kaufen, Schränke kaufen. Ja, man kann vielleicht Bücherregale und so weiter nicht einrichten. Also zumindest nicht so wie bei einem Housing, was bei Skyrim oder so möglich ist. Aber es ginge. Es ist machbar. Es ist echt machbar. Da vorne ist ein... guck mal, da muss ich gar nicht hin. Ich muss ein bisschen... Boah, ich bin völlig dran vorbei schon. Ja. Aber machbar und was gemacht wird, ist leider zweierlei. Da gebe ich dir recht, Carsten.
So, Utwein, mach mal wieder aus. Wir gehen jetzt in die Instanz. Okay, aber schön, ist echt schön. Ja, kannst mal den zweiten Knopf drücken. Hup. Geheiligter Boden. Da wären wir. Das Grab der altehrwürdigen Könige. Das Portal in die Nebel ist da drin. Dann ist das unser Weg zu den Göttern. Was wir wohl da drin finden werden. Antworten. Mehr will ich gar nicht. Nicht diese Stille. Es muss doch eine Erklärung geben. Das ist leicht. Die Menschengötter haben Tyria verlassen. Diese Erklärung gefällt euch vielleicht nicht, aber... Das kann und werde ich nicht hinnehmen. Was immer auch der Grund war, uns steht nur ein Weg offen und den müssen wir beschreiten. Ziehen wir weiter. Oh je, das ist ja jetzt doch die Instanz und die ist sehr lang. Wie ist denn das bei Guild Wars 2? Das gab es hier jetzt schon, oder? Mit dem Zwischenspeichern? Oder gibt es das erst ab der lebendigen Welt? Ich glaube, das ist hier noch nicht so. Dass der Fortschritt innerhalb einer Instanz gespeichert wird, sodass man dann beim nächsten Mal, wenn man reingeht, ab dieser Stelle wieder weiterspielt. Ich glaube, das gibt es hier noch nicht. Leute, dafür habe ich jetzt gerade leider keine Zeit mehr. Das heißt, Utwein geht nochmal raus und wir machen noch für den Rest der Zeit noch ein bisschen was anderes. Ich muss mal gucken, was wir hier noch offen haben. So, am einfachsten geht es jetzt, indem ich mal den Instanzbereich verlasse. Wunderbar. Och, das geht aber schnell hier. Wurf direkt, Klatsche, rausgeworfen. Aha. Na gut, also, Wüstenhochland haben wir abgeschlossen. Kristallwüste bzw. Kristalloase haben wir abgeschlossen. Die nächste Karte befindet sich hier südlich, ist das Elon-Flusslande und da führt uns natürlich die Story hin. Das heißt, wir müssen da jetzt eigentlich nicht hin. Ich kann mal gucken, ob es hier auf der Karte jetzt noch irgendwie... da gab es doch jetzt gerade ein... Genau, sprecht mit Bogrut, bittet Königin Nadje um militärische Unterstützung. Das könnten wir doch machen. Hallo! Wir gehen ins Grab der altehrwürdigen Könige und wollen Königin Nadje um Hilfe im Kampf gegen die Gebrandmachten bitten. Kommt mit uns. Vielleicht brauchen wir eure Hilfe zum Überzeugen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde tun, was ich tun kann. Oh Mann. Hallo, ich bin Utwein. Ich bin hier unterwegs mit meinen Freunden. Oho. Sehr schön. Kommt schön, immer weiter. Valga, Tomuk, Bogrut und Wessa. Es sind also auch ein paar Frauen dabei. Schön, schön. Nun gut, ich glaube, wir müssen da schon weiter rein für... Ihr gehört nicht hierher. Ihr habt kein Recht, hier einzudringen. Ey, hallo, das sind meine Freunde. In Gesprächen absolut nicht interessiert zu sein. Kein Interesse, kein Anschluss unter dieser Nummer. Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Die persönliche Sekretärin von Königin Nadje sagt nö. Ach du Schande, ich mache mich ja gleich beliebt hier. Utwein, du solltest doch da rein und keinen Ärger machen. Jetzt gehst du erstmal mit ein paar Freunden rein und gleich mal aufs Maul. Eieiei. Hallo? Keine Sorge, die sind ganz nett. Man darf nur nicht gleich auf die draufhauen. Hallo, ich bin Utwein. Also falls es Ärger gibt, ich habe damit nichts zu tun. Oha. Ah, shit. Ach, egal. Jetzt auch egal. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Nicht wahr, Utwein? Na toll. Was, wenn ich die Königin noch brauche und die sich dann erinnert, dass ich hier so marodiert und geistermordend durch die Gegend gezogen bin? Tja, dann hat's wohl ein Problem, Utwein. Ich habe ja glücklicherweise eine Kasmir und ich weiß, wie ich sie ordentlich einsetzen werde. Oh, das klang jetzt vielleicht nicht so gut. Nee, das klang vielleicht nicht ganz so gut. Utwein.
Oh, guck mal, die vier leben noch. Ist das nicht schön? Tja, die Geister dafür nicht mehr. Können Geister überhaupt sterben? Hör mal, wenn die gleich alle tot sind, darf ich dann vielleicht doch mal die Schatz... Also ich meine, guck mal! Nicht, dass die Oger hierher gekommen sind, ja, und weinen, um zu klauen. Na, wenn, dann wird aber wenigstens geteilt, ja. Also halbe mindestens, Leute, ja. Muss man sich mal vorstellen. Da stehen draußen vier Oger, wollen Hilfe von der Königin haben und die gehen jetzt hier einfach durch und töten alles. Das wird ein nettes Sümmchen. Nam. Ach, komm schon. Solche Macht. Kannst dich zu deinen anderen Kumpanen gesellen. So. Ich hab Blut, Leute. Oh, Mann. Und abgebossen. Die altehrwürdige Heilerin als erstes. Weiß man noch, den Stoffi zuerst. Erst den Heiler, den Supporter, dann alle anderen. Schneller! Ja. Guck mal, der Blutrubin. Willst du den auch noch haben, Utwein? Ja, irgendjemand kriegt den. Ups. Fass das nicht an! Es war eindeutig. Oh, wir sollten uns beeilen. Hier sind so ein paar... Also ich meine... Sarkophage, ihr Lieben, ja? Aber ist in Ordnung. Ach, solche Macht. Oh, oh. Projektor aktiviert. Was? Projektor? Oh, ich hab... Ah, alles klar, alles klar. Ingenieur habe ich hier dabei. Die Königin ist nicht zu Hause, Jungs. Und Mädels. Falls ihr gekommen seid, um zu stehlen, endet eure Reise hier. Das sind wir ja gar nicht. Eine wirklich würdige Mission herführt, werde die bereit sein, gegen mich zu kämpfen. Ja. Sie ist schon nur noch bei 80%, als sie die Worte zu Ende gesprochen hat. Und es gibt bestimmt Gruppen, die hätten die getötet, bevor sie überhaupt zu Ende geredet hatte. Genug! Oga, was ist so wichtig, dass ihr auf diesen heiligen Boden vordringt, um mich zu finden? Königin Nadje, ich muss erneut um eure Hilfe bitten. Wir haben ein paar Siege errungen, aber es kommen immer mehr Gebrandmarkte. Ich habe bereits Truppen zu euch entsandt. Ihr braucht noch mehr meiner Soldaten? Wir sind dankbar, Königin Nadje. Äußerst dankbar. Aber die Gebrandmarkten sind so zahlreich. Wir kämpfen um unser Überleben. Das ist hoffnungslos. Nur weil sie uns schon einmal geholfen hat, braucht sie das jetzt nicht wieder zu tun. Es überrascht mich, dass sie sich überhaupt daran erinnert. Ihr habt so wenig Hoffnung, oder? Ich kann sehen, wie dieser Krieg euch aufgerieben hat. Ihr müsst meine Hilfe wirklich nötig haben. Nun gut. Ich werde weitere Soldaten schicken. Lasst uns in der Zwischenzeit über die Strategie reden. Es genügt nicht, zu überleben. Wir müssen gewinnen. Hm, okay. Schwupp, der Sonnenspeer packt erstmal die Waffe weg. Und die Oger sind wohl zufrieden. Jetzt gibt's hier Verhandlungen. Wie cool. Ach, mir fällt gerade auf, dass Königin Nadie das gleiche Gesicht hat wie Felice. Nun, Felice hat ja hellere Haut und da habe ich ein bisschen rumgeschraubt. Ah, okay. Ja, sind ja schon wieder diese stummen, naja. Und wie geht's dir? Und selbst, auch so. Kisten, das sind schöne Kisten hier. Ich muss sagen, das sieht übrigens so aus wie eine Stadt, die in den Fels gehauen wurde. Und es macht so ein bisschen einen Eindruck, als wären das alles so Fenster und Aufgänge und als könnte man da überall reingehen, aber kann man leider nicht. Schade. Schade, echt schade. Na gut, okay.
Der Utwein verabschiedet sich jetzt hier in diesem herrlichen Palast von Königin Nadier. Zwischen all den Schätzen. Ja, ich könnte mal in der Zwischenzeit, bis du wieder da bist, gucken, wie das ist mit dem Goldtauchen, weißt du? Ich meine, ach, Gold ist doch kühl, weißt du? Also ich meine, da kann man doch sicher, also ich meine, so ein Bad in so einem Goldhaufen. Ah ja, schon klar. Ja, man kann es ja mal überlegen, oder nicht? Halte ich für durchaus, ja, ich weiß schon, was du sagen willst, Ritter. Tschüss, Leute, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und bleibt gesund, ne?